Jetzt improvisierte ich. Wir hatten keinerlei Informationen, dass Schweiger zu uns gehörte. Das machte aus ihm einen potenziellen Helfer. Ich musste ihn finden. Nur ein Problem. Berlin war keine Geisterstadt mehr. Die Roten waren durch die deutschen Linien gebrochen und eine Panzereinheit war auf dem Weg dorthin, wo Schweiger gefangen gehalten wurde. Die Deutschen leisteten auf der Museumsinsel Widerstand und ich ließ sie gern verrotten. Aber ihnen zu helfen, den Vormarsch der Russen zu verlangsamen, war meine beste Chance, mir etwas Zeit zu verschaffen. Mein Plan war dreist, die Brücke mit einem Schuss vom Dach des Museums zu sprengen und die Panzer damit zum Anhalten zu zwingen. Dann könnte ich, während die Deutschen und die Russen es ausfechten, in die Stadt gehen und Schweiger holen. Ja, dann schieß mal los. So. Müssen wohl hier runter. Mir scheißegal, wenn hier Feinde sind. Der hat eine Granate. Passt mal auf. Ich spiele immer mit Risiko. So. Ab hier kriegt man eine neue Waffe. Verrat aber noch nichts. Welche? Jetzt spielen wir. Jetzt müssen wir gegen die Russen kämpfen. Wursche! Runde! So. Was sind dann die feigen Arschlöcher? Ich mach mal einen neuen Start. Ich hab's vergeigt. Ich hätte da oben schießen sollen. Ja, genau hier hätte ich machen sollen. Da an der Stelle. So, den schieße ich nochmal an. Ja, Rauchen kann tödlich sein, ne? So, da oben war einer. Immer andere Blickwinkel, ne? So, das war eher so ein Halsschuss. So, da oben hat noch einer geschossen irgendwo. Wo war das? Oben. So, da haben wir genau auf dem Ziel Fernglas geschossen. So, das war's erstmal. Nehme ich mal die Tombi raus. Oder vielleicht das Snipergewehr. So, dann rennen wir mal voran hier. So, das sind welche. Ich weiß ja, was hier passiert, deswegen gleich. Где принимают брошенное оружие? Комиссар хочет, чтобы ее на грузовике отправили в Принцлау. Что внутри? Только снайперская винтовка. Странно. Ich schmeiß erstmal einen Stein dahin. Что такое?
Renato! Das ist so, dann sind sie alle erledigt, ne? So. Gehen wir langsam mal voran. So, den erledige ich auch gleich mal. So, nehmen die Tommy mal raus. Da war doch was. Gold Rush. So. Nimm mal hier so eine Pistole. So, leise mal ranpirschen. Потом мы возьмем Рейхштаг. Ложи ее! На нас напали! Есть! So, eine neue Waffe haben wir jetzt. Mosin Nagant 1891-31. Die Russen wissen, wie man ein Scharfschützengewehr herstellt. So, mal einen Schluck trinken. Und dann geht's mal weiter. So, jetzt haben wir das Scharfschützengewehr von den Russen. Aber auch nicht viel besser als unser Springfield-Gewehr. So, ja, sind wir voll. Ja. So. Jetzt gehen wir mal langsam hier runter wieder. So. Kopf mich da hin mal. Dann habe ich da eine gute Aussicht hier. So, warte mal, bis der sich da antraut. Was machen die denn da? Salutieren. Erstens kommt der hier. So, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So. So, Hilfe, sagt er. So, ich helfe dir mal gleich. So, haben wir hier die Ziele erreicht. Wie es aussieht, müssen wir jetzt erstmal hier runter. So, dann nehmen wir mal eine kleine Abkürzung durch die Straße. So. Dann gehen wir hier runter. Platzieren die besten Fallen. So, hier kommt eine hin. Ah, Flame-Einbrüche. So, und hier eine hin. So, jetzt müssen wir wieder hier hoch. Kommt die besten Stellen, jetzt muss ich die Deutschen abknallen. Die das hier nicht mitgekriegt haben, ey. Das wundert mich.
die das nicht mitgekriegt haben. Das wundert mich. Wundert mich wirklich. So, drei Fliegen einer Klappe geschlagen. So, voll ins Auge geschossen. So, nächster. Hier sind nämlich überall Deutsche. Solche Granaten, ne? Hier rein, ne? Er ist so scheiße. Ja, meinerweise muss ich ja rumschleichen, aber da habe ich wieder keinen Bock gehabt. Halte die Augen auf. Halte mal auf. So, den letzten will ich auch noch finden. So, das war's. So schnell geht das. Ja. Und schrei rum. Ich gebe dir keinen Gnadenschuss. Spüre erstmal die Schmerzen, was ich gespürt habe in meinem Leben. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen mit Tarnen vor. So, jetzt klettern wir auch mal da hoch. Mir fehlt ein bisschen Munition. So, ne, haben wir nicht gekriegt. Wir haben von Scharfschützen ein bisschen was gekriegt. Naja, der Krieg ist noch nicht verloren. Müssen wir jetzt hier hochklettern. So, jetzt holen wir schon mal das Scharfschützengewehr raus. Lass mal Munition auftanken. Komm, die Panzer. So, schleichen wir uns mal an und schießen auf Peng. Auf Peng.